Bevor das Video startet, habe ich einen kleinen Hinweis. Und zwar habe ich jetzt wahrscheinlich endlich kein Störgeräusch mehr im Hintergrund. Ich hoffe allerdings, dass der Ton weiterhin trotzdem gut ist von dem, was ich spreche, da ich heute ausnahmsweise mit einem Handy aufnehme, da meine Kamera gerade irgendwie nicht möchte, beziehungsweise die Speicherkarten alle nicht möchten, wie ich das Ganze möchte. Deshalb, ja, ich sehe es tatsächlich erst nachher im Videoschnitt, ob das Ganze gut geworden ist oder nicht. Deshalb nicht wundern, hier der kleine Hinweis. Das wird diesmal mit dem Handy aufgenommen, deshalb kann es zu Abweichungen von Bildqualität, ich hoffe nicht, aber auf jeden Fall natürlich vom Ton herkommen. Ich hoffe, dass es tatsächlich sogar besser geworden ist als bei meiner Kamera, aber ja, nichtsdestotrotz viel Spaß beim folgenden Video. Kostenloses Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen, kommentieren. Alles, was ihr so möchtet und wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat und nichts verpassen möchtet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir haben Ende des Jahres, die letzten paar Tage sind angebrochen, beziehungsweise wenn das Video hier online geht, werden wir wahrscheinlich den 30. Dezember haben. Das heißt, wir haben noch einen Tag zu, ja, dem schönsten Tag des Jahres, zu den schönsten Stunden. Ja, was möchte ich mit diesem Video sagen? Passiert eigentlich jedes Jahr aufs Neue. Da werde ich zum Ende des Jahres immer mal wieder so eine kleine Gesamtübersicht zeigen. Auch wenn es tatsächlich nicht die gesamte Übersicht ist, das zeige ich aber gleich nochmal. Genau, und möchte mir noch ein paar Worte einfach an euch richten. Und auch das möchte ich dieses Jahr natürlich machen. Wir blicken zurück auf ein, ja, doch relativ ereignisreiches Jahr. Bei mir einerseits, aber auch natürlich, was so ein bisschen politisch und so weiter und so fort passiert ist. Ihr habt es natürlich ja alle verfolgt. Die letzten 2 Jahre, 3 Jahre, Corona-bedingt, waren sehr, sehr schwierig. Feuerwerksverbot, Abgabeverbot, Ausgangssperre im ersten Jahr, das dann auch mich tatsächlich getroffen hatte. Letztes Jahr Abgabeverbot, Verkaufsverbot hat mich nicht ganz so getroffen, weil ich eben einen schönen 27er habe, wo ich dann eben ja schon Ware im Jahr bestellen konnte und dann auch letztendlich zünden konnte letztes Jahr. Mein Feuerwerksvideo verlinke ich hier oben nochmal auch zum nochmal anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Es war ein richtig, richtig schönes Feuerwerk und ich glaube auch mit dem, was ich jetzt hier habe, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wird es auch wieder ein schönes Feuerwerk dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall auf ein sehr ereignisreiches Jahr blicken wir zurück. Und ja, bei mir privat ist sehr, sehr viel passiert, viel auf, viel ab, wie es halt eben so ist. Genauso hat sich leider auch auf meinen YouTube-Kanal ein bisschen ausgewirkt. Ich war sehr inaktiv dieses Jahr. Da möchte ich mich auf jeden Fall einmal entschuldigen dafür tatsächlich. Und auch gleichzeitig mal noch ein bisschen Ausblick geben, alle, wo wir bisher abonniert haben und noch Abonnenten sind, wie es eben auch hier auf diesem Kanal weitergeht. Dazu komme ich nämlich jetzt tatsächlich auch direkt. Wie soll es weitergehen mit meinem YouTube-Kanal? Also wie schon auch in den letzten Statements-Videos gesagt, ich werde meinen Kanal definitiv nicht aufgeben. Dazu, ich bin jetzt bei über 400 Abonnenten. Da bedanke ich mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen. Es freut mich, dass euch tatsächlich meine Videos scheinbar gefallen und ihr damit Spaß habt und ich euch ein bisschen informieren kann. Das ist eigentlich tatsächlich so mein Hauptanliegen tatsächlich. Das freut mich auf jeden Fall tatsächlich sehr, dass ich so viele Leute dann erreichen kann und konnte. Und wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall nicht aufgeben. Das ist jetzt ein Teil des Videos. Dann wird auf jeden Fall, wie gesagt, tatsächlich hier alles zu Silvester gezündet. Das werdet ihr dann im gesamten Video dann tatsächlich im neuen Jahr sehen. Also mein komplettes Feuerwerk wird aufgenommen und letztendlich dann auch hier wieder als Video hochgeladen auf YouTube. Das wird auf jeden Fall kommen. Dann... ich kann halt noch tatsächlich keinen Zeitraum nennen, weil ich tatsächlich momentan immer noch nach wie vor viele Probleme habe, was vor allen Dingen auch Schneiden angeht mit meinen Komponenten vom Computer. Da muss ich jetzt erstmal im neuen Jahr mich hinsetzen und da mal ein bisschen was aufrüsten, dass ich auch tatsächlich wieder anständig und mit Spaß schneiden kann, weil das, was ich aktuell tue, ist einfach kein Spaß. Auch deshalb kommen weniger Videos oder kamen auch wenig Videos. Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall, hier Produktvideos anzufertigen. Das, was ihr eigentlich tatsächlich von mir kennt, zu jedem Artikel tatsächlich ein Produktvideo mit am Ende ein kleines Fazit von mir, ob es sich lohnt oder eben ob es sich nicht lohnt. Gut, ich glaube, es lohnt sich alles, was hier steht, aber genau, auf jeden Fall, so war es bisher dann auch tatsächlich, dass ich ein kleines Fazit gezogen habe, ob es sich lohnt oder nicht.
Das will ich auf jeden Fall beibehalten und soll auch nächstes Jahr so geschehen. Wie gesagt, Zeitraum kann ich noch nicht nennen, weil eben so ein bisschen die Hardware aktuell noch fehlt, damit Spaß und Freude wieder was machen zu können. Das ist auf jeden Fall mein Anliegen. Deshalb, wie gesagt, wird mein Kanal so weiterhin bestehen. Ich werde dann schauen, dass ich, wie gesagt, zu jedem Artikel, wo hier steht, ja, fast zu jedem zumindest, ein Produktvideo anfertigen möchte. Ja, und dann wird sich zeigen, was nächstes Jahr passiert, wie nächstes Jahr Silvester ausfällt. Ich habe eigentlich schon zu diesem Jahr gesagt, ich möchte nicht ganz so viel. Wenn ich jetzt mir hier mal so alles so ein bisschen angucke, ist es doch sehr, sehr viel. Ich müsste noch mal ganz ausrechnen. Ich habe es dieses Jahr tatsächlich nicht zusammengerechnet, aber Warenwert sind wir hier auch schon wieder bei 1000, 1500. Ein Ticken mehr wahrscheinlich sogar, also auch wieder eine nette Summe. Mal schauen, ob das nächstes Jahr so kommen wird oder nicht. Da schauen wir mal. Ja, dann wird auf jeden Fall noch relativ frisch im neuen Jahr, hoffe ich, noch ein kleines Video kommen, wo ich euch meine neue Zündanlage vorstelle. Das hatte ich euch schon länger versprochen, die Ignite i18. Die habe ich letztes Jahr neu gehabt, habe ich zum ersten Mal geschossen und war so, so zufrieden damit. Werde ich natürlich hier dieses Jahr auch wieder machen. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall ein kleines Produktvideo dazu anfertigen, mal euch so ein bisschen alles, soweit alles zeigen, wie das funktioniert. Weil das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, tatsächlich, bevor ich sie gekauft habe, dass ich einfach vorher nichts von der gesehen habe, wie es funktioniert und keine Erfahrungsberichte hatte. Das möchte ich auf jeden Fall ändern, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, das ist tatsächlich so Stand der Dinge. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr weiter dabei bleibt. Auf jeden Fall Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefällt, dann gerne natürlich auch einen Daumen nach unten da lassen und auch gerne kommentieren. Mich einfach so ein bisschen, ja, mir einfach ein bisschen Feedback geben, wo ich noch an mir arbeiten kann und so weiter und so fort. Das hilft mir natürlich auch. Also eben auch gerne konstruktive Kritik da lassen, wenn euch irgendwas nicht passt. Sehr, sehr gerne, bin ich natürlich offen dafür. Und dann gehe ich jetzt auf jeden Fall noch mal kurz so ein bisschen drauf ein, was ich hier habe tatsächlich genau. Also man sieht hier einige große Cakes, F3 Sachen, F2 Sachen. Funke ist dieses Jahr mal wieder dabei. Funke Raketen habe ich einige dabei. Dann habe ich hier neben Karton habe ich noch vielerlei Kleinzeug, viele ja F1, F2 Artikel, Screenshots Funke. Ich habe hier kleine Bengal von Funke dabei, kleine Single Shots. Paar Bengalfeuer, also viele Kleinigkeiten habe ich mit dabei. In dem linken Karton bzw. rechten Karton habe ich alles voller Böller. Die habe ich jetzt hier nicht einzeln ausgebreitet, weil das noch so ein Haufen sind, wo ich auch tatsächlich von letztem Jahr noch übrig hatte, wo ich gar nicht dazu gekommen bin zu zünden. Der Karton ist komplett voll mit Böller tatsächlich. Ja, hinter mir habe ich noch die Gold Rockets, 4 Stück. Von der Firma Argento, also kleine Raketen, die sind auf jeden Fall zum Empfehlen. Und dann habe ich hier noch 2 Kartons, die 50.000er Cracker von Katan Feuerwerk. Jetzt haben wir es. Genau, also so ein schöner Böllerteppich, die werden auch dieses Jahr gezündet. Ja, und auf einer der meisten Sachen, wo ich mich freue, auf das größte Paket hier unten, die Funke Elegant Knight. Ein sehr, sehr cooles Teil, auf Videos immer wieder gefeiert. Ja, dieses Jahr ist es endlich soweit. Ich freue mich mega drauf. Ja, und wie gesagt, das meiste wird auch tatsächlich alles ferngezündet mit der neuen Ignite Zündanlage. Ja, ich möchte nicht mehr allzu viel reden. Ich rede wieder viel zu lang. Einfach mein Problem. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Feiert schön, zündet schön, aber ganz wichtig, natürlich immer aufpassen, also sich schön an die Regeln halten und ja, dass wir einfach Spaß haben und auch Feuerwerk weiterhin natürlich bei uns beibehalten können und ja, einfach Freude haben an unserem Hobby. Das ist so das Wichtigste, was auch ja, für mich natürlich gilt. Ich bin natürlich auch bei allem vorsichtig, halte mich an die ja, Legalität und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig, einfach da natürlich einfach auch den Behörden und den ganzen Kritikern zeigen, dass wir schön viel Spaß haben können, ohne dass was passiert. Ganz wichtig. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, kommt gut ins neue Jahr und ich würde mich über ein Abo freuen und natürlich ein Like da lassen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Bis dahin, haut rein!